Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, gelesen gehabt. Bad News Ron, aka Don Serapio, hört auf zu spielen. Der höchste Spieler in Shakes and Fidget momentan hört einfach auf zu spielen. Ja, das sind auf jeden Fall die Neuigkeiten, die mich gestern Mittag ungefähr nachmittags erreicht haben, und zwar nicht von einem, sondern von mehreren Spielern. Und zwar kann ich euch jetzt mal kurz hier den Text einblenden. Ich werde den aber zensieren, weil ich nicht weiß, ob der gute Bad News Ron das möchte. Deswegen zeige ich euch nur den Absender. Was da aber drin stand in der in dem Text, werde ich euch weder sagen noch zeigen. Ja, weil das hat er gildenintern ja, eine Rundmail geschickt an die 50 Leute in seiner Gilde. Und da haben mich denn von den 50 Leuten, schon alleine aus der Gilde, haben mich schon 4 Leute heute auf Instagram und auf YouTube und im Discord kontaktiert, dass ich mir das mal angucken soll. Und ja, ich konnte es erst gar nicht glauben, aber Bad News Ron hört tatsächlich auf. Ich kann nur so viel dazu sagen, ihr werdet entweder den Screenshot von der Rundmail irgendwo sehen, und dann könnt ihr ihn euch dort aufschnappen, bei mir bekommt ihr ihn aber nicht. Ich kann euch nur so viel sagen, der Grund dafür ist die fehlende Motivation. Ja, so viel kann ich, denke ich mal, verraten. Ne? Und ja, er hatte ja, wie gesagt, nicht nur diesen einen Bad News Run Account auf S9 hier, sondern auf S8 hat er ja hier auch den Bad News Run Account. Und dann hat er einmal auf S7 den Don Serapio Account, der jetzt mittlerweile 601 ist. Ob er Don Serapio jetzt noch weiterspielt, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln, will ich aber auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, wie safe die News dahingehend sind. Auf jeden Fall, die Bad News Runs werden wohl erstmal eingestampft oder sind die letzten Tage auch schon inaktiv gewesen. Und wer ansatzweise irgendwo oben mitspielen möchte und über ein paar Tage inaktiv ist, weiß, was das für ein Verlust ist. Deswegen kann man hier schon von sprechen, dass, das schon, ja, wahrscheinlich ein bisschen gravierender ist, denke ich mal. Ich weiß nicht. Die Bad News Run Accounts werden ja, denke ich mal, nicht, also ich glaube nicht, dass er das löscht, dass er seine Accounts löscht, das glaube ich nicht. Vielleicht legt er nur eine Pause ein, aber auf jeden Fall ist erstmal die fehlende Motivation der Grund, warum er hier aufhört. Immer noch momentan hier, trotz dessen er jetzt schon ein paar Tage inaktiv war, die Leute, die in der Gilde sind, werden es wahrscheinlich besser wissen als ich, die also mit ihnen in der Gilde, trotzdem noch auf Platz 1 weltweit in der internationalen Ehrenhalle, dann auf Platz 4 und Don Serapio hier mit dem höchsten Level auf Platz 12. Ja, also immer noch eine krasse Leistung, wird jetzt wahrscheinlich die nächste Zeit ein bisschen abgelöst werden. Ne? Ich gehe mal von aus von Strider oder ähnlichen Leuten, die da noch sehr krass am Start sind und immer noch um Platz 1 kämpfen in der internationalen Ehrenhalle. Ja, und die Bad News Runs werden früher oder später wahrscheinlich jetzt rausfallen. Ja, jahrelang waren die beiden Namen hier immer auf den ersten Plätzen. Ja, immer nah beieinander. Und den Anblick können wir jetzt ein letztes Mal genießen, bevor es jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen bergab gehen wird und die anderen Spieler ihn einholen. Es ist aber krass, was er sich für einen enormen Vorteil zu den anderen Spielern erschafft hat, ne? Dass er jetzt eh schon ein paar Tage jetzt nicht mehr gezockt hat und trotzdem noch immer hier auf den ersten Plätzen ist. Und ich bin gespannt, wie lange das noch anhält. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall mitteilen, da der Don Serapio Account ja momentan, ich glaube jetzt der zweite 600er Account insgesamt ist. Dr. Darm hat ja auch schon 600 erreicht, aber er hat halt den Rekord gesetzt mit den ersten 600er weltweit. Und dieser Spieler hört jetzt auf zu spielen. Ziemlich krasse Neuigkeiten, wie ich finde, wollte ich euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen, da wir uns ja in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt haben, da er ja hier und da ein paar Rekorde gesetzt hat. Ich sogar mit ihm auch schon mal ein Interview führen durfte, was ich auch sehr cool fand, und deswegen finde ich es gerade traurig, dass er dann aufhört. Aber wie gesagt, wenn die Motivation nicht mehr da ist, kann ich das auch voll und ganz nachvollziehen. Und ja, ich denke mal, für die Leute, die da die näheren Infos haben wollen, die finden bestimmt die Antworten irgendwo, werden die schon rumliegen, ne? Also ich meine jetzt den Screenshot davon, den ich euch jetzt gezeigt hatte hier, den ich verpixelt habe, weil wie gesagt, ich weiß nicht, ob er das so möchte.
da er ja selbst in der Öffentlichkeit so jetzt ja nicht weiter großartig tätig ist, ne, ist das jetzt sonst ein bisschen, ja, nicht richtig, sag ich mal, dorthin gehend, denn jetzt den Screenshot hier für sehr viele Menschen zu veröffentlichen. Ne? Deswegen, da bin ich immer sehr vorsichtig auf jeden Fall, was das angeht. Und ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Krasse Neuigkeiten. Der erste Spieler, der 600 erreicht hat, der höchste Spieler und vor allen Dingen auch mit zwei Accounts in den ersten, ja, oder mit zwei Accounts in der internationalen Ehrenhalle auf den ersten Plätzen. Hört jetzt einfach mal so auf zu spielen. So, das ist, ich muss sagen, das ist echt eine, ja, es ist schon heftig auf jeden Fall, da man ja den Anblick auch schon jahrelang gewöhnt ist und den Spieler halt, ja, eigentlich anders gar nicht kennt, als außer der beste Spieler, einer der besten Spieler oder doch der beste Spieler zu sein. Ich meine, wer hat so viel Geduld und halt auch wahrscheinlich Geld, dass er mit drei Accounts in der internationalen Ehrenhalle in den Top 10 ist oder so, ne, den höchsten Account hat und dann noch zwei auf den ersten Plätzen, so, ne, also das ist schon eine Leistung, die sollte man, denke ich mal, auf jeden Fall respektieren und das haben wir jetzt auch die längste Zeit gemacht. Machen wir natürlich immer noch, ne, das ist klar. Wird ja danach nicht vergessen sein, so, ne, mäßig. Aber ja, irgendwann hat nun mal alles ein Ende, ne, sei es in Shakes and Fidget oder was weiß ich sonst wo. Deswegen ja, sollte man auf jeden Fall immer die Zeit genießen, solange man Spaß dran hat und solange man das Ganze machen kann, denn man sollte sich auch immer vor Augen halten, dass das Ganze auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Und deswegen, ja, das sollte man aber, denke ich mal, mit allem so betrachten im Leben, woran man irgendwie Spaß hat oder ja, die Motivation zumindest auffindet und dann, ja, es ist halt alles vergänglich so, ne? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat A2. Um nochmal hier den Poeten nochmal zum Schluss hier rauszulassen. So, ja, so sieht das aus. Wir haben das meiste hier heute schon erledigt, deswegen gibt es nicht mehr viel zu zeigen auf den Accounts hier. Ja. Genau, da ich schon, wie gesagt, das meiste hier schon durchgeklickt habe heute. Oh, nice. Bekommen aber nochmal ein sehr gutes Upgrade hier für die Kunigunde. Nochmal ein bisschen hier. Das ist natürlich, das fetzt natürlich hier ein bisschen so, ne? Das ist natürlich ganz nice. Ne? Ja, mal ein bisschen Profit hier noch gemacht, die Folge. So, ne, ich mache mal ein bisschen auf Angriff hier. Ja, den Kampfmagier. Mal jetzt ein bisschen mehr auf Damage, damit so ein bisschen zumindest vielleicht hier und da die Kämpfe ein bisschen random werden. Damit man in den Dungeons vielleicht mal die Chance hat, einen Gegner zu legen, wo man sonst vielleicht denkt, jo, der könnte vielleicht nicht klappen. Ne? Das schafft man halt, wenn der Random-Faktor ein bisschen höher ist. Deswegen gehe ich da momentan eher ein bisschen auf Schaden. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Köstlich. So, gut. Wir füttern die Pets weiter, bevor wir hier noch mehr unseren labern auf jeden Fall. Ne? Und ja, dann werde ich euch auch gleich in die Freiheit entlassen. Ja, wir werden hier noch schnell die Stadtwache einstellen. Wir haben, wie gesagt, heute ist easy. Heute haben wir alles schon soweit fertig hier. Nur noch die Kleinigkeiten müssen erledigt werden, so wie ja, der Würfelspieler hier, der muss auf jeden Fall abgearbeitet werden. Ich glaube, Unterweltkämpfer ist sogar auch schon fertig. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Muss ich gleich mal nachschauen. Da nehmen wir gar nichts. Da auch nichts. Kristalle. Let's go. Ne, nix. Was sagt der Auftrag? Dreimal Ausdauer. Perfekt. Kein Geld mehr. Ja, das läuft wieder hier wie ein Länderspiel. So. Haben wir irgendwas zum Verkaufen hier? Irgendwas verkaufen hier? Oh ja, nice, Digga. Nice. Sehr gut. Was wollte ich jetzt machen? Ja, moin. Da kickt wieder Alzheimer. Was wollte ich? Ausdauer skillen. Ja, ich wollte Ausdauer skillen. Alter, ist so schlimm manchmal, ne? Kennt das jemand von euch? Wollt irgendwas machen, zwei Sekunden, irgendwas anderes gemacht einfach und dann komplett vergessen, auf welcher Mission man war. Man kennt es nicht anders. So, gut, haben wir das soweit. Ich finde es krass, dass ich immer noch hier auf dem Server in den Top 30 bin mit dem Playstyle, den ich hier an den Tag lege. Lässt viel über den Server sagen, auf jeden Fall, wenn ich in den Top 30 mit diesem Playstyle bin. Ja, also so viel dazu auf jeden Fall. Aber mir gefällt der Battlemage halt sehr, ne? Das ist halt, ne? Aber ich gebe ja halt so wenig Geld aus für den Charakter. Es ist unglaublich, trotzdem in den Top 30. Keine Ahnung, was hier auf dem Server falsch läuft. Naja, gut, ist auch egal. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Lasst ein paar liebe Grüße vielleicht noch in Andenken an den Bad News Run in den Kommentaren. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ne?
dass wir da an ihn denken, auf jeden Fall. Verrücktes Jahr, kann ich euch sagen. Ne? Er spitzt sich immer weiter zu. Gut, das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.